Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen auf meinem Kanal, der Bastelhannes. Was ist wieder da? Der Manta. Und zwar kommen wir heute zu der Ausgabe 6 und der Ausgabe 7. Und was haben wir noch dabei gehabt? Das war jetzt die zweite Lieferung. Da haben wir den Pinsel und die Farben mit bei gehabt. Lasse ich jetzt erstmal so drin. Schaue ich mir dann ein andermal nochmal an. Gut, dann sehen wir uns gleich bei Bau den Manta A GTE und zwar mit der Ausgabe 6. So, liebe Leute, da sind wir. Bau den Manta A GTE. Als erstes schauen wir uns mal wieder das Heft an. Wieder eine Übersicht mit allem, was drin ist. Und dann kommen wir schon zur Bauanleitung. Okay, ist nicht allzu viele Seiten diesmal. Schauen wir mal wieder ein paar Informationen. Und ein paar schöne hübsche Bilder. VW Käfer. Und das ist das, was in der Ausgabe 7 drin ist. Gut, das Heft brauchen wir nicht. Das packen wir zur Seite. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall einen Schraubendreher und wir schneiden einfach mal das hier auf. Ups, das ist meine Klingel-Idee. Das dahin und schauen uns dann mal an, was wir hier so drin haben. Aussetzen ist natürlich. Oh, das macht jetzt besser Effekt. Okay, eine Bügelstütte. Wir haben ein paar Schläuche drin. Dann haben wir hier eine kleine Scheibe. Das größere Scheibe. Noch ein Teil. Noch eins. Wow. Machen wir mal so. Weil dann kommt. Ui. Das ist Metall. Das ist schwerer. Das hier. Das hier. Uff, das ist auch was Schweres. Und dieses Teil. Jo. Das waren die Teile. Das haben wir hier drin. Gut, packen wir das mal zur Seite. Und ich versuche mal euch ein bisschen näher ranzuholen und wir versuchen dann etwas zu bauen. Versuchen wir. Ich würde eher sagen ich. So, wir brauchen, ich würde mal sagen, das ist der Öldeckel. Würde ich jetzt mal so stark vermuten. Dann brauchen wir dieses Teilchen hier. Und wir brauchen dieses kleine Teilchen. Schrauben waren jetzt gar nicht dabei gewesen, oder? Moment. Vielleicht nehmen wir noch unseren Schraubenkasten, den wir ja auch dazu gekriegt haben. Und da werden ja welche drin sein. Weil. Nö. Ah doch. Na. Okay. Ich bin einfach nur blind. Alles gut. Alles wird gut. So. Okay. Zwei Tüten Schrauben haben wir noch mit dabei. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier so zusammenbauen müssen. Und zwar kommt dieses Teil kommt hier rein. Also wenn ich das jetzt so richtig sehe,
Ich muss mal kurz mal durch eine Lupe schauen. Hätte ich jetzt schwören können. Ja, ist die abgeflachte Seite. Wir müssen dann nur noch mal gucken, wie der Teil jetzt... Moment mal. Also... der ist gerade ein bisschen komisch jetzt hier. Sag mal, Leute. Ach Mensch, jetzt randaliere ich hier auch noch. Ja, das sieht aber so aus, als wenn ich da so rankommen würde. Okay, also das hier mit ein bisschen Gewalt klackt, die gerade dieses Geräusch hört. Das war das sogenannte Knack. Knack dir den Gipfel der Genüsse. Knack, knack. So, dann kommt dieses Teil hier rauf. Schwupp. So, und dann geht's weiter. Dann haben wir das zusammen. Dann brauchen wir als nächstes diese Scheibe. Ich glaube, das packen wir erstmal zu. Nee, packen wir nicht zur Seite. Das kommt hier noch hin und eine HM-Schraube. Wir brauchen eine HM-Schraube. Und hier haben wir eine HM-Schraube. Da ist sie. Und dann kommt das Ganze nämlich hier rauf. Okay, erst kommt dieses hier rauf. Und dann kommt erst das andere auf. So. Ja, so wird ein Schuh draus. So, und das wird hier. Festgeschraubt und dann haben wir das Teil auch schon fertig. Jetzt brauchen wir noch eine HM-Schraube und eine reicht. Eine HM. Jetzt brauchen wir dieses Teil hier und das kommt so rum und das Teil kommt, hier sind, verstehe, hier sind jeweils, könnt ihr das sehen hier, jeweils zwei Löcher. Einmal hier und einmal hier so ein Bolzen und einmal hier ein Loch. Das heißt, so kommt es nicht ran, nämlich so kommt es ran. Upsa. So. Ja, ja, so, so. Und dann wird diese Schraube hier ja ganz toll.
Den würden wir jetzt so machen. Ich werde das mal ein bisschen vorschrauben. Dann haben wir es nämlich ein bisschen einfacher. So. So, okay, das ist fest. Und dann kommen wir zur nächsten Bauphase. Das packen wir erstmal zur Seite. Und dann brauchen wir dieses Teil hier und dieses Teil. Und das hier kommt hier rauf. Nur wie rauf? Ah, okay, hier ist auch wieder so ein, also eine abgeflachte Seite, genau wie in diesem Teil, und dann geht es auch gar nicht anders. Also haben wir das so. Dann haben wir hier, kommt der lange Schlauch auf. So, einmal. Dann brauchen wir noch die anderen Schläuche. Hol mir die Nummer erstmal hierher. Und dann kommt daneben der kurze Schlauch rauf. Okay, und der lange Schlauch kommt, und zwar hier auf dieses Teil hierauf. Ja. Okay. So viel dazu. Jetzt haben wir dieses Teil hier wieder. Und jetzt brauchen wir noch eine HM-Schraube. Okay. Und werden das Ganze so richtig hier sehe. Das kommt hier oben rauf, natürlich, natürlich kommt das da oben rauf. Und zwar würde ich jetzt mal vermuten, dass das so darauf kommt und mit der HM-Schraube da festgeschraubt wird. Jo, genau so kommt's. So. Hm.
Ja, das ist locker. Okay, jetzt will hier nur nichts abbrechen wieder hier. Also, naja, okay. Ich lasse es lieber, weil es ist fest. Jetzt brauchen wir eine CM-Schraube. Na? Leute, eine reicht. Schön anstellen. Jeder wird verbaut. Und jetzt kommt dieses Teil hier. Kommt jetzt, ich denke mal, das wird nachher hier irgendwie untergehakt. Ich lasse es mal lieber noch. Wer weiß, wer weiß. Und zwar dieses Teil hier so ran. Ja, nicht so einfach, muss ich mal sagen. Einmal die Schraube ansetzen. Dann sieht das alles schon wesentlich besser aus. Fest. Fest, fest, fest. So, jetzt wird's lustig. Jetzt brauchen wir 3 cm-Schrauben. Diesmal sind 3 raus hier. Und dann kommt dieses Teil hier so ran. Da müssten wir dann mal wieder eine erstmal ansetzen. Ich denke mal, wenn dann eine sitzt, haben wir mit den anderen weniger Probleme. So. Einmal. Zweimal. Und 3-mal. So. Das sieht doch schon mal... Ja, das sieht gut aus. Zumindest sieht es nach Bauplan aus. So, jetzt habe ich den schon vorgegriffen und ja, liebe Leute, ich glaube, das war's für diese Folge. Haben wir einen Teil vom Motor fertig gebaut und ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich nehme euch erstmal wieder ein bisschen zurück hier.
Das packen wir mal hier hin. Wenn ihr mögt, lasst ein paar Kommentare da, einen Daumen hoch. Und wer noch kein Abo hat, kann gerne eins abschließen. Würde ich mich auch drüber freuen. Ich wünsche euch dann einen schönen Tag. Bis denn dann, euer Bastelhannes. Ciao, ciao.